Age of Mythology. Beim letzten Mal mussten wir uns mit der Gegenoffensive der Trojaner schlagen und wurden dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass Agamemnon während der Zeit, wo wir beschäftigt waren, angegriffen wurden. Und nun ist es an der Zeit für, hoffentlich klappt es, in der Überzeugung, dass die Mauern Trojas niemals fallen werden, planen unsere Helden, die Stadt mit Hilfe des trojanischen Pferdes einzunehmen. Wie das Ganze aussieht, erfahren wir jetzt. Also, auf geht's! Trojanisches Pferd, ahoi! Oh nein, das waren nur Schiffe. Vergesst es. Vergesst es! Okay, also. Unangenehm. Verflucht seien Troja und alle, die in seinen Mauern leben. Sie haben unsere Vorratslager und Zelte verbrannt. Sogar fast alle Schiffe. Wir können von Glück sagen, wenn wir noch entkommen. Rückzug? Wir haben gerade eines der Tore zerstört. Wir sollten unseren Angriff verstärken und nicht von Rückzug reden. Darauf werden die Trojaner nicht warten. Sie werden bestimmt jeden Augenblick wieder angreifen. Es sei denn, sie denken, dass wir abgezogen sind. Poseidon ist der Herr der Pferde. In Atlantis opfert ein General sein Ross, wenn er geschlagen ist. Ein Pferd, genau. Ein großes, hölzernes Pferd. So ich verstehe nicht. Soll es kämpfen? Nein. Das ist bald erledigt und wir brauchen keine neuen Belagerungswaffen zu bauen. Akontos, ich brauche eure Hilfe. Okay, wir müssen jetzt also... So war das also. Wenn alle das wissen, dass das so ist, dann... Okay. 1000 Soldatenholz. Nein, 1000 Einheiten Holz. Okay. Prosche. So, ihr beiden fangt an damit. Geschwindigkeit von Kavalleriesoldaten. Fangt an zu jagen. Dann will ich noch mehr von euch. Go. Ah, das wird schon irgendwie klappen. Okay, sammel mehr Holz. Auch Holz, go. Dann du, Agamemnon. Dachte früher wirklich, er ist Agamemnon. Okay. Go. Du gehst zum Tempel. Du fang an, Holz. Brauchen wir aber noch ein Lagerhaus. Du baust das Lagerhaus. Prostagma. Prostagma. Mittlerer Podromos. Vulome. Lege Orthos. Warum soll ich den Podromos bauen, wenn ich Hopliten habe? Ne. Jetzt nur mal kurz so angenommen. Warum soll ich den Podromos bauen, wenn ich Hopliten habe? Das ergibt keinen Sinn. Ah, ist ja Wurst. Aber ist ja Wurst. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall die Felder, weil allzu lange werden die Tiere nicht durchmachen. Durchhalten. Und wir müssen ja auch irgendwann Soldaten bauen. Prostagma. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Etimos. Stark gegen mythische Soldaten. Regeneriert sich. Ihr regeneriert euch alle. Ja, wir werden auch Soldaten bauen müssen, was das Problem verstärkt, denn wenn ich Soldaten bauen muss. Ach, kommt schon! Angriff! Ding dong! Das ist unangenehm. Äußerst unangenehm. Schnell zu den Toren! Wir müssen Troja warnen!
Gut gemacht. Wenn wir diese Späher aufhalten, wird Troja uns nicht angreifen. Okay. So. Ausrücken. Lege. Und ihr Helden ausrücken. Ausrücken. Wollen wir nämlich wieder mehr von euch. Go. Innemachen. Sagt er innemachen. Prosiche. Schneller, los. Malista. Denn wir müssen auch Soldaten bauen. Aber wir müssen dann jetzt drauf verzichten, Bogenschütze zu bauen, weil ansonsten wird das, sonst werden wir nie fertig werden. Wenn wir jetzt dann auch noch Bogenschützen bauen, nein. Wulome. Wir müssen auf Konterinfanterie und, Pferde setzen. Konterinfanterie und Pferde. Ja, schlimm genug, dass ich jetzt die ganzen Felder bauen muss. Ja, schlimm genug dafür das Ganze, dass ich Felder bauen muss. So. Okay. Dann kannst du da weitermachen. Aber bau erstmal den Stall fertig. Hi-ho. Wir dümpeln hier ein bisschen rum. Kümmern uns darum, dass unsere Stadt gedeiht oder so. Was auch immer. Okay, wir können auch. Könnten Minotauren bauen, wenn ich denn genug Nahrung hätte. Okay, damit das schneller. Dann wird schon alles. Ihr braucht viel Nahrung, oder? Nein, viel Gold. Das einmal. Sammelt Gold schneller. Ich weiß, das wird ein Fehler sein, dass ihr jetzt Gold schneller sammelt, aber. So. Jetzt bauen wir auch noch mehr Häuser. Fantastisch. Fantastisch. Was soll ich machen? Kann auch nicht komplett ohne Armee sein. Das will nämlich auch nicht hinhauen. So, schlag die alle zurück. Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Wir haben diesen Späher aufgehalten, aber seid auf der Hut, Männer. Es werden weitere kommen. Unangenehm. Äußerst unangenehm. Äußerst unangenehm. Okay. Ich habe nur einen Hopliten. Das ist auch nicht so gut. Was auch immer. Gut, dann kannst du wieder Nahrung sammeln. So. Okay, Obliten werden gebaut. Alles cool soweit. Auch nochmal zwei. Wie sagt man so schön, wer ein Omelette machen muss, muss Eier zerschlagen. Oder wo gehobelt wird, fallen Späne. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir jetzt ein bisschen Holz ausgeben, um die Felder zu bauen. Damit wir mehr Siedler bauen können, damit wir schneller an Holz kommen. Versteht ihr?
Lege. Denn auch Nahrung ist der Schlüssel. Auch Nahrung ist der Schlüssel. Esto. Je mehr Nahrung wir haben, desto mehr Soldaten können wir bauen und desto mehr können wir dafür sorgen, dass unsere Leute mehr tragen. Denn je schneller und mehr sie tragen, desto schneller werden wir fertig. Gut. Zack. Ziegen allesamt dahin. Oh, ihr seid gleich fertig. Hm. Interessant. Kann ich das irgendwie zerstören? Nein. Okay, keine Fackel zerstören. Hm. Nicht so toll. Nicht so toll. Darf ich einen von euch nehmen und mal kurz hier erkunden? Ich muss wissen, ob hier irgendwo noch eine weitere Goldmine ist. Das ist nämlich unfassbar wichtig. Denn ich brauche eine weitere Goldmine. Denn unsere wird nicht ewig halten. Denn die Goldminen werden nicht ewig halten. Es ist halt, man muss das aus Balance-Technik-Gründen machen, dass die Ressourcen endlich sind, weil sonst kann man ja einfach aussitzen. Die ganze Sache ist schon korrekt. Sonst könnte man die Sache halt endlich einfach aussitzen. Esto. Wäre ja nicht Sinn der Sache. Ziegen! Nach hier oben. Etimus. Du. Okay, da unten. Lege. Oh nein. Kommen von der anderen Seite. Angriff. Bimmelt. Nein. Jungs. Angriff. Sorgt dafür, dass niemand entkommt. Niemand darf entkommen. Ausläuten. Los! Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Ja, das erwähntest du schon. Mein Freund, so weit bin ich auch schon. Gut gemacht. Dieser Späher wird nicht mit einer Patrouille zurückkehren. Gut, darf ich euch mal kurz auf die Eins setzen? Untätige Dorfbewohner. Hä? Was hatte ich mit euch vor? Morgen auf jeden Fall noch jemanden, der das macht. Welche? Morgen auf jeden Fall noch jemanden mehr für Nahrung. Können wir auch da machen. Du suchtest nach einer Goldmine. Goldmine wäre jetzt der heiße Scheiß. Weiter suchen. Gebiet bewachen. Nicht angreifen. Fächerformation, gemischte Formation. Ich dachte, ich kann ihn dazu veranlassen, alleine zu erkunden. Das wäre cool gewesen. Okay, hier hätten wir noch eine weitere Goldmine. Das wird uns so schnell nicht ausgehen. Okay. So, dann. Wir haben ja gleich auch schon 1000. Wir brauchen auf jeden Fall 4 davon. Gibt kein Weg dran vorbei. Brauche ich die Stierminotauren, weil die stärker sind. Und dann hat sich die ganze Sache halt auch schon wieder so ziemlich. Geht am besten dahin. Lasst euch da sammeln. Kann ich euch besser von den Dorfbewohnern separieren? Das macht auf jeden Fall mehr Sinn.
Okay. Sorgt dafür, dass ihr Gold schneller sammelt. Brav, so. Brav, brav, brav. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen dann auch wieder mehr Häuser. Ach, das ist doch... Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Dann sieht es einmal gut aus und dann baue ich weitere Soldaten. Dann baue ich weitere Soldaten und es sieht alles andere als gut aus. Typisch. Typisch. Okay. Aber hey, wenigstens haben wir dafür gesorgt, dass ihr alle schneller sammelt. Das ist die Hauptsache. Wir können theoretisch auch dafür sorgen, dass ihr alle anderen schneller sammelt. An der Stelle. Ja. Angriff! Lass keinen am Leben! Niemand entkommt! Go. Die Speer dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Gut gemacht. Dieser Speer wird nicht mit einer Patrouille zurückkehren. Gut. Keine Patrouille. So. Untätiger Dorfbewohner. Dann Nahrung. Go. Okay, wir haben bald auch den ganzen Halt hier abgeholzt. Das. Das auf jeden Fall. Lass mich dann nochmal 1, 2, 3 für mehr Holz dahin schicken. Prostagma. Ja, du bist immer noch da. Okay, rein. Go. Du sammelst jetzt Holz, richtig? Richtig. Das dürfte ein leichtes sein. Sammeln Sie für den Bau des trojanischen Pferdes 1000 Einheiten Holz. Sieht machbar aus. Wenn ihr mich fragt, sieht machbar aus. Und dann... Wahrscheinlich machen wir uns darüber Gedanken, wenn es soweit ist. Was passiert nochmal, wenn ich 1000 Einheiten habe? Okay. Prostagma? Bauer. Ihr viel baut. Dann gucken wir mal, wie schnell das geht. Kann nämlich der Rest. Zumindest weitermachen, was die andere Kacke angeht. Und wird das Ganze. Wie schnell baut ihr? Echt nicht schnell. Lasst euch da sammeln. Fürs Erste und dann ziehe ich zwei von euch noch ab. Sammelt noch weiter Holz. Und ich brauche noch etwas Holz. Die Waffenkammer, bitte. Bau die Waffenkammer, bitte. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass wir in naher Zukunft nochmal angegriffen werden könnten von Speeren. Und ich würde doch sehr gerne das Pferd hier zu Ende bringen, bevor wir angegriffen werden. Und gerne ins nächste Zeitalter. Okay. Sobald die Waffenkammer gebaut wird, können wir voranschreiten. Manticore. Etimi. Manticore. So. Kannst du Jason machen? Oder was auch immer.
Eins. Alle Mann. Sammeln. Angriff. Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Angriff. Nein. Lege. Ismalos. Nein. Ismalos. Seid schneller, ihr Idioten. Shit. Prostagma. Ismachin. Okay. Isvoli. Angriff. Macht sie fertig. Kalos. Kalos. Isvoli. Nein, wir werden angegriffen. Wir werden so hart angegriffen. Wer hätte damit rechnen sollen, dass sie von da unten kommen? Ernsthaft. Wie hätte ich damit rechnen können, dass die von da kommen? Genau von da. Okay, stark gegen Infanterie, das werden wir brauchen. Ein Speer ist uns entkommen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Ja. Mache ich. Keine Sorge. Mache ich. Gut. Wie weit ist das Pferd? Ja, das ist nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Das ist nicht unbedingt so weit, wie ich es gerne hätte. Ach ja. Was soll man machen, ne? Macht man einmal was falsch, so ein klitzekleines bisschen und dann bam. Haut es einem direkt ins Gesicht. Ja gut, ihr könntet anfangen da zu holzen. Das sollte hilfreich sein. Ja. Und wie wir einfach schon wieder neue Häuser benötigen. Wir wollen einfach die ganze Zeit Häuser. Gut. Warum brauchen die Soldaten alle zwei? Was könnt ihr euch entwickeln? Okay. Wahrscheinlich bräuchten wir auch so langsam mal ein, zwei Leute, die beten. Macht sie Platz! Macht sie fertig! A hero has fallen. Macht sie alle! Macht sie fertig! Zum Angriff! Isvoli! Lass niemanden entkommen! Gut, Gold. Okay, der Angriff war nicht so hart, wie ich erwartet hatte, aber trotzdem. Unangenehm. Aber dennoch unangenehm. So, dann. Schwere Bogenschützen, bitte. Irgendwie will das dann nicht funktionieren. Okay, dann bau noch mal einen Manticore, bitte. Wie weit seid ihr mit dem Pferd? Unangenehm. Äußerst unangenehm.
gut, was will ich machen, ne? Kann er nichts machen. Außer warte. Ja, wir warten auf das trojanische Pferd. Yeah, 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 yeah. Okay. Prostagma. Prostagma. Ihr drei könnt anfangen mit den Ziegen. Go. So. Dann sammel da und dann soll mal dafür, dass da mehr kommen. Wäre ja wohl gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Zimmerleute abgeschlossen. Gut. Vom Bogenschützen, Manikuren, Pilasten und Zentauern. Hackangriffe, klar. Hallo. So. Okay. Los, alle Mann. Weitermachen. Alle mal weitermachen. So. Weiter verbessern. Ja. Werdet fertig. Weitermachen. Weitermachen. Okay. Los, alle Mann. Das Schwert ist gleich fertig, dann haben wir gewonnen. Glaube ich. Nein, wir haben gewonnen, wenn das Pferd fertig ist. Also. Ja. Warum mehr anstrengen? Bringt das Pferd in Position, schnell! Das sollte reichen. Ja, meine Skills sollten ausreichen, um die Kampagne durchzubekommen. Gegen menschliche Spieler werde ich sowieso nie fertig werden. Agamemnon, nehmt die Boote und die Männer und segelt außer Sichtweite. Akranthos, Ajax und ich werden in das Pferd klettern. Segelt bei Anbruch der Nacht zurück. Wir werden euch das Tor öffnen. Okay. Ihr seid ein trefflicher Ränkeschmied, Odysseus. Ich werde bei Anbruch der Nacht zurück sein. Okay. Okay. Ha. Wenn wir das Tor zerstören, haben unsere Soldaten freie Bahn. Prostagma. Volume. Nimm das ein. Leje, volume. Okay, wir müssen also einfach nur hier durchsneaken, um das Tor zu zerstören. Wartet, bis die Wachen vorbei sind. Wir sollten uns im Augenblick auf keinen Kampf einlassen. Das stimmt. Geht ihr irgendwann vorbei? Hallo? Ja. Sie gehen irgendwann vorbei. Nee. Mal ist da. Und nicht so weit vorpreschen, würde ich behaupten. Die könnten wir gut gebrauchen. Schalten die Zyklopengarde aus, erobern sie die Belagerungstürme. Nee. Ein Koloss. Wir müssen uns an ihm vorbeischleichen. Volume, Malista. Ja, wir können uns an dem Koloss vorbeischleichen. Das ist korrekt. Nee. Volume. Zerstören Sie das Tor von Troja mit Hilfe der beiden Hippaistos-Türme. Nein. Oh oh. Volume. Oh oh.
Warum haben diese Helikoli keine Munition mehr? Der Feind kontrolliert sie. Haltet sie auf! Kann ich dich nicht? Danke. Fertig machen! Go, Angriff! Zum Angriff! Okay, Tor zerstören. Die Götter haben uns zwei Meteoriten gesandt. Agamemnon ist mit seiner Armee zurückgekehrt. Schnell, stürmt durch das Tor und vernichtet die trojanischen Befestigungen. Okay, wir können zweimal Meteoriten einsetzen. Wird die hier einmal einsetzen. Und dann alle mal Angriff. Gebronzelt alles. Okay. Mach sie fertig. Alle Mann fertig machen. Killt sie endlich. Los, ab, Katapulte. Okay. Mach sie fertig. Zerstörte Festung 1 von 3. Zerstört die weitere. Okay, ihr verteidigt sie. Verteidigt unsere Katapulte. Verteidigt die Katapulte. Meteoritenschauer. Katapulte. Lasst uns Helena suchen und sie nach Hause bringen. Yes! Sieg auf ganzer Linie. An dem Punkt. An dem Punkt. Nice. Gute Arbeit. Nicht perfekt, aber ich habe es auch nie behauptet. Ich sagte nur, dass wir in irgendeiner Form durchkommen werden. Ich werde viel falsch machen. So viel dazu. Ich werde viel falsch machen, aber die Kampagne war, glaube ich, gar nicht mal so wild. Vom Schwierigkeitsgrad her. Wohin jetzt, her? Akanthos? Zurück nach Atlantis. Das war eine willkommene Abwechslung von der Piratenjagd, aber ich muss nach Hause zurück. Oh. Nun, Piraten hin oder her, ihr müsst eure Schiffe reparieren. Oh. Ihr glaubt, wir schaffen es so nicht bis Atlantis? Nee, irgendwie nicht. Nein. In Ioklos, ganz in der Nähe, gibt es einen Hafen. Ich segle dorthin. Ich zeige euch den Weg und besorge jemanden, der sich um eure Schiffe kümmert. Ich glaube, das hat nicht so ganz geklappt, wie man sich das vorstellt. Und er schreitet durch die Wipfel und ist größer als ein Baum. Seine Stimme hallt wie Donner durch die Gärten. Was gibt es, Khemsit? Ja. Camus ist zurück, Herr. Er hat den Dreizack verloren. Oh nein. Er sagt, der Atlanta war auf dem Weg nach Troja. Die Belagerung wird bald beendet sein, wenn er den Griechen beisteht. Die Belagerung von Troja ist bereits vorbei. Zeus könnte noch immer eingreifen. Willst du an mir zweifeln, Khemsit? Nein, alles ist genauso eingetroffen, wie ihr vorausgesagt habt. Die Festung, der Tunnel, Troja. Giganten und der Genius, Vielgestalt von Aug und Schwing, ihre Gehorsamkeit, die Himmel durchdringen. Schicke nach Camus. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, General. Okay. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Age of Mythology. Haut rein, bis dann.
und ciao.